Mami. Ich muss heute zu einem Geschäftstermin. Und es wird sehr spät sein, wenn ich nach Hause komme. Könntest du eurem Papi helfen, während ich weg bin, Caillou? Ja, Mami. Nein, Papi. Was ist denn, Caillou? Mami tut nie Käse auf Rosis Macaroni. Das mag sie nicht. Seth! Papa, du weißt doch, Mami tut immer ein bisschen Wasser in Rosis Apfelsaft. Ups, hatte ich vergessen. Du hast vollkommen recht, Caillou. Was würde ich nur ohne dich tun? Was ist mit Gilbert? Was muss ich da beachten? Er braucht zu seinem Trockenfutter immer genügend frisches Wasser. 8, 9, 10. Achtung, ich komme. Ich hab dich gefunden. Caillou wusste, dass seine Mami ihm immer einen Kuss auf die Stelle gab, an der er sich wehgetan hatte, damit er sich besser fühlte. Vielleicht geht's dir besser, Rosi. Ich bin die Mami und du bist das Baby, Rosi. Caillou hatte ein tolles Haus für sich und Rosi gebaut. Aber Rosi wurde langsam müde. Ich glaube, da braucht jemand seinen Mittagsschlaf. Caillou langweilte sich. Er wollte mit Rosi spielen, aber er wusste, dass er leise sein musste, wenn Rosi schlief. Caillou, hast du Rosi mit Absicht geweckt? Sei so lieb und geh in dein Zimmer und spiel dort, bis das Abendessen fertig ist. Rosi, du musst erst aufessen, bevor es den Nachtisch gibt. Schau, Caillou hat auch aufgegessen. Rosi, guck mal, jetzt kommt ein Flugzeug. Schön den Mund aufmachen. Ich frag mich, was Mama tun würde, damit Rosi mit der Zappelei aufhört. Ich weiß was. Du bist doch müde, Rosi. Du musst jetzt schlafen. Papi, du hast vergessen, uns eine Geschichte vorzulesen. Warum liest du uns heute nicht mal eine Geschichte vor, Caillou? Okay. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem Land weit... Caillou, Rosi, wieso seid ihr beiden noch wach? Psst, sonst wecken wir Papi auf. Caillou spielt Baseball. Als Schlagmann ist er ziemlich treffsicher. Aber er schafft es zu selten bis zum ersten Base. Papi, was ist ein Base? Ein Base ist die Zone, auf die der Schlagmann zuläuft, nachdem er den Ball geschlagen hat. Er versucht, so viele Bases wie möglich zu erreichen, bevor die Gegner den Ball kriegen. Caillou verstand leider kaum etwas von dem, was sein Vater da erzählte. Ja, er hat einen Home Run geschlagen. Und das im 9. Inning. Was für ein tolles Spiel. Yippie. Ich will auch Baseball spielen, Papi. Hier sind Handschuhe, Papi. Danke, Caillou, aber ich habe meinen Baseball-Handschuh gesucht. Den hat mir Opa geschenkt, als ich noch ein kleiner Junge war. Und jetzt gehört er dir. Danke, Papi. Warte, ich werf dir den Ball, dann kannst du ihn gleich ausprobieren. Ups. Oh nein. Deshalb sagt Mami immer, keine Bälle im Haus werfen, Papi. Schätze, du hast recht, Caillou. Caillou konnte es kaum erwarten zu lernen, wie man Baseball spielt. Okay, Caillou. Das Wichtigste beim Baseballspielen ist, zu lernen, wie man den Ball fängt. Okay. Gut gefangen, Sohnemann. Du bist dran, Caillou. Oh.
Den Ball richtig zu werfen oder ihn zu fangen, war gar nicht so leicht, wie es aussah. Ach, das ist nicht schlimm. Versuch, den nächsten Ball mit beiden Händen zu fangen. Das machen die meisten am Anfang. Gehört der vielleicht euch? Hallo. Ich spiele Baseball, Mr. Hinkel. Baseball? Mein Lieblingsspiel. Ich war ein ziemlich guter Spieler, als ich noch ein Junge war, weißt du? Hier, Caillou, fang! Manu, ich glaube, der Handschuh ist kaputt, Papi. Man braucht etwas Übung, bis man den Ball fangen kann. Warte, ich zeig dir, wie du den Handschuh halten musst. Nein! Es kam Caillou so vor, als wüssten alle, wie man Baseball spielt. Alle, außer ihm. Weißt du, ich konnte auch nicht sehr gut werfen und fangen, als ich zu spielen anfing. Das kannst du laut sagen. Als dein Vater zu spielen anfing, gingen ziemlich viele Fensterscheiben zu Bruch. Aber es dauerte nicht lange, dann wurde er immer besser und dann macht es ihm großen Spaß. Wirklich? Sicher. Hier, fang. Ich hasse Baseball. Weißt du was? Machen wir eine kleine Pause und gehen in den Park, Caillou. Wirf ihn zurück, Caillou. Na los, versuch es. Guter Wurf, Caillou. Caillou war glücklich, dass er so gut geworfen hatte. Schätze, dein Training heute Morgen hat sich gelohnt. Normalerweise spielen wir jeden Tag hier. Wenn du noch ein bisschen übst, kannst du ja vielleicht bald bei uns mitspielen. Papi, kannst du mir jetzt zeigen, wie ich meinen Handschuh halten muss? Es dauert ein bisschen, bis man das Gefühl dafür bekommt, einen Ball mit dem Handschuh zu fangen. Versuch es erst ein paar Mal so. Wenn du das eine Weile geübt hast, wirst du den Ball beinahe jedes Mal fangen. Den Ball zu fangen war immer noch nicht so leicht. Aber Caillou machte es jetzt trotzdem Spaß. Gib ihn wieder her, Gilbert. Fang, Gilbert. Ups, entschuldige, Papi. Nichts passiert. Hier, fang! Ich hab ihn gefangen, ich hab ihn gefangen. Ich kann Baseball spielen. Es wird schon. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man schlägt. Niemand hatte Caillou gesagt, dass er noch mehr lernen muss. Warte, Caillou, lass es dir zeigen. Wenn du den Schläger so hältst, dann triffst du den Ball viel besser. Und es hilft, wenn du dich so hinstellst. Und es ist wichtig, dass du immer den Ball anschaust. Caillou wollte endlich den Ball schlagen. Wann darf ich denn schlagen, Papi? Jetzt! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Lauf zum ersten Base, Caillou, lauf! In die andere Richtung. Caillou, lauf! Bravo! Schlagmannsein macht echt Spaß. Das finde ich auch. Du schlägst zuerst, Sarah. Caillou konnte kaum glauben, wie weit Sarah den Ball schlagen konnte. Kann ich das nicht. Und das auch nicht. Noch nicht. Aber eines Tages wirst du genauso gut sein, wenn du übst. Aber ich will ein richtiges Spiel spielen. Okay, komm mit. Hey! Lauf! Gut so!
Und weiter! Das ist ein Home Run! Ja, Baseballspielen macht mir Spaß, Papi. Ja, mir auch, Caillou. Wie der Vater, so der Sohn. Comic-Wirbel. Ist sie schon da oder noch nicht? Müsste schon da sein. Willst du mal rausgehen und nachsehen, Caillou? Okay. Wie jeden Samstagmorgen freuten sich Caillou und sein Vater auf die Zeitung. Für Caillou war die Seite mit den Comics besonders spannend. Er dachte sich dazu seine eigenen Geschichten aus. Oh nein! Mami! Papi, Hilfe! Was ist los, Caillou? Du meine Güte! Schnell, wir müssen sie einsammeln, bevor alles weggeflogen ist. Ich hab ein Stück! Gut gemacht, Caillou. Da ist noch eine Seite. Hey, da sind meine Comics. Nein, Gilbert. Papi, sieh mal, was Gilbert gemacht hat. Weißt du was? Mit einem Stück Klebeband sind die Seiten wieder fast wie neu. Du kannst mit Papa ins Haus gehen, während Rosie und ich den Rest der Zeitung zusammensammeln. Oh ja, ich hol das Klebeband. Caillou war erleichtert, dass man die zerrissenen Comics wieder kleben konnte. Er wollte das natürlich selbst machen. Siehst du, du legst es drauf und drückst es dann fest. Hier, du kannst den Rest kleben. Ja, mache ich. Es klebt an meinen Fingern. So, reiß dir noch ein Stück ab. Es geschafft. Dann können wir ja endlich unsere Zeitung lesen. Ja. Oh nein, Papi. Sieh mal, was er getan hat. Jetzt kann ich die Bilder nicht mehr sehen. Hängen wir es auf die Wäscheleine zum Trocknen. Du meinst so wie die Handtücher? Das machen wir. Später guckten Caillou und sein Vater nach, ob die Comics schon trocken waren. Die Seite ist wieder knochentrocken. Toll, jetzt kann ich die Bilder wieder sehen. Du solltest die Seite gut festhalten, wir bekommen Besuch. Nein, Gilbert, geh bloß weg. Sind die Comics lustig, Caillou? Hier ist ein komischer Kater. So einer wie Gilbert? Ich glaube, da braucht jemand sein Katzennickerchen. Gilbert findet meine Comics auch toll. Caillou war sehr froh, dass er seine Comics ansehen konnte. Deshalb war er auch gar nicht mehr böse auf Gilbert. Verstecken. Jetzt kommt der Abschleppwagen. Rosi, nein, der gehört mir. Caillou mochte es gar nicht, wenn Rosie mit seinem Spielzeug spielte. Aber er wusste, dass er sie nicht zum Weinen bringen durfte. Etwas Mehl und Eier, Milch und Zucker, rühren kann ich gut wie Mutter. Mehl und Eier, Milch und Zucker, rühren kann ich gut wie Mutter.
Papi! Oh, hallo, Caillou. Rosi nimmt mir dauernd alle Spielsachen weg. Na ja, sie ist jünger als du, deshalb versteht sie das nicht unbedingt. Du kannst sie doch mit ihr teilen. Caillou ärgerte sich, dass er dauernd mit seiner kleinen Schwester teilen musste. Spiel doch mit Rosie zusammen und dann nach einer kleinen Weile kannst du wiederkommen. Ich mache nämlich eine besondere Überraschung. Eine besondere Überraschung? Aber klar, pass auf. Ich bin ein Profi. Ups. Soll ich dir helfen? Nein, danke. Das soll eine Überraschung werden. Ich bin jetzt schon überrascht. Dir fällt bestimmt etwas ein, was ihr zusammen spielen könnt. Caillou war sauer, dass sein Vater ihm nicht zuhörte. Er hatte wirklich überhaupt keine Lust, immer mit seiner kleinen Schwester zu spielen. Oh, was ist denn, Caillou? Papi hat gesagt, dass ich mit Rosi spielen soll. Ja, das ist doch nett, oder? Aber ich will nicht. Sie ist deine kleine Schwester, Caillou. Es wäre wirklich nett, wenn du mit ihr spielen würdest. Bitte. Caillou fand das ungerecht. Niemand wollte ihn verstehen. Dabei wollte er doch einfach nur allein spielen. Dann hatte Caillou eine Idee. Wenn ihm etwas einfiele, dass Rosie allein spielen könnte, würde sie ihn vielleicht in Ruhe lassen. Caillou! Ich habe eine ganz tolle Idee, Rosi. Ja! Hier drin kannst du spielen. Ich bin fertig, Rosi. Komm her, spiel in dem Haus. Rosi? Hast du dich hier unten versteckt? Ah, du willst Verstecken spielen. Gilbert! Gilbert, weißt du, wo Rosi ist? Nein, hier ist sie nicht. Caillou dachte, dass Rosie mit ihm Verstecken spielt. Deshalb begann er, nach ihr zu suchen. Mehl und Eier, Milch und Zucker, rühren kann ich gut wie Mutter. Mehl und Eier, Milch und Zucker, rühren kann ich gut wie Mutter. Spielt ihr beide jetzt etwas zusammen? Ja, Papi, wir spielen Verstecken. Ich gebe dir einen Tipp. Sie war eben hier und ist in diese Richtung verschwunden. Hast du Rosi gesehen, Mami? Hm? Rosi! Sie war eben hier, aber sie ist wieder rausgegangen. Caillou spielte gern Verstecken. Aber diesmal hatte sich Rosi zu gut versteckt. Allmählich langweilte ihn das lange Suchen. Papi, ich habe Rosi überall gesucht, aber ich kann sie nicht finden. Überall und überall? Ja. Suchst du Rosie immer noch? Ja. Sie muss ein sehr gutes Versteck gefunden haben. Dann lasst uns alle nach ihr suchen. Hast du da schon nachgesehen? Wir haben dich gefunden. Aber hier war Rosie auch nicht. Caillou machte es nun großen Spaß, zusammen mit Mami und Papi Rosie zu suchen. Rosie, komm rein. Wir finden dich ja doch. Rosi, wo bist du? Rosi, wo bist du? Rosi, wo bist du? Schaut mal, ich habe ein Haus nur für Rosi gebaut. Rosi! Ich glaube, Rosi gefällt das Haus, das du für sie gebaut hast. Darf ich auch in dem Haus spielen? Habt ihr zwei denn keine Lust, weiter Verstecken zu spielen? Kann ich mich jetzt verstecken? Ich glaube, deine kleine Schwester hätte Schwierigkeiten, dich zu finden.
Wenn ihr wollt, können wir uns unten verstecken und ihr könnt uns dann suchen, ja? Oh nein, beinahe hätte ich meine Überraschung vergessen. Kommt mit, ihr zwei. Jetzt sehen wir uns Papas Überraschung an und dann spielen wir weiter Verstecken. Und jetzt kommt meine Überraschung. Seht mal, Lebkuchenmänner. Lecker! Lecker! Und jetzt müsst ihr euch alle verstecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Caillou hatte endlich ein Spiel gefunden, das er und Rosie zusammenspielen konnten. Aber es war natürlich noch viel schöner, wenn Mami und Papi mitspielten. Caillous Wolken. Caillou ging mit seiner Mutter und Rosie in den Park, um zu picknicken. Und er konnte es kaum erwarten, seinen neuen Drachen auszuprobieren. Hey, das ist doch ein hübsches Plätzchen. Was meint ihr, wollen wir hier picknicken? Okay. Ich will meinen neuen Drachen steigen lassen. In Ordnung, aber bleib nicht zu lange weg. Wir essen bald. Fliegt der Drachen nicht, Mami? Zuerst einmal musst du dafür sorgen, dass die Leine lang genug ist. So? Ich glaube, das reicht. Und jetzt geh ein paar Schritte zurück. Lass ihn los, Mami! Oh. Du musst schon ein paar Meter laufen. Achtung! Fertig! Los! Oh nein! Caillou war enttäuscht, weil sein Drachen nicht fliegen wollte. Mein schöner Drachen ist kaputt. Er sieht aber gar nicht kaputt aus. Es ist im Moment nicht genügend Wind. Und Drachen brauchen Wind, um am Himmel zu stehen. Aber ich möchte meinen Drachen so gern jetzt steigen lassen. Wenn wir ein ganz kleines bisschen warten, kommt vielleicht Wind auf. Wer möchte was zu essen haben? Caillou langweilte sich. Ich wünschte, es wäre windig. Wenn man wissen will, ob Wind aufkommt, dann muss man die Wolken beobachten. Siehst du, die bewegen sich nicht da oben. Mami, sieh mal, da ist ein Dinosaurier am Himmel. Wow, wow. Oh nein, er kommt und will uns fressen. Caillou, sieh mal die da. Diese Wolke sieht wie eine riesige Eisbombe aus. Oh ja, die will ich essen. Guck mal. Caillou machte es so großen Spaß, die Wolken zu beobachten, dass er seinen Drachen völlig vergessen hatte. Da oben ist ein riesiger Baum, sieh mal. Und da ist ein Zug. Tschu-tschu. Los, fang ihn, Rosi. Tschu-tschu. Mami, schubst mich bitte auch an. Jetzt kann ich gleich den Himmel anfassen. Wow. Die Wolken sehen alle aus wie Schaum in einer großen Badewanne. Oh, jetzt wird es auf einmal windig. Sieh dir nur mal den Himmel an. Die Wolken werden weggeblasen. Auf Wiedersehen, Wolken. Wiedersehen. Caillou, ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für... Für meinen Drachen. Wo ist denn mein Drachen geblieben? Hey, bleib hier. Hab ich dich. Pass auf, Mami. Mami! Dieser Wind ist genau richtig, um den Drachen steigen zu lassen. Pass auf, ich bin sicher, jetzt wird es klappen. Fertig? Schaut, er fliegt! Ich will, dass er die Wolken berührt. Caillou macht Frühjahrsputz. Vogel. Caillou war ganz außer sich. Einen roten Kardinal hatte er schon öfter gesehen. Aber an diesem Morgen sah er etwas ganz Besonderes. Ein Vogelnest. Und da ist ein Ei drin. Mami, Papi, ich habe ein Vogelnest entdeckt. Wirklich? Komm.
Komm, ich zeig es dir. Einen Augenblick noch, Caillou. Jetzt müssen wir erstmal eine wichtige Arbeit erledigen. Wir machen Frühjahrsputz. Wir müssen das Haus von oben bis unten sauber machen. Kann ich euch helfen? Caillou wollte seiner Mutter und seinem Vater helfen. Und er wollte am liebsten gleich damit anfangen. Oh. Hallo, Obi. Hallo, Caillou. Ich wollte dich und Rosie besuchen. Was hältst du davon, wenn wir rausgehen und spielen? Einen Augenblick noch. Jetzt muss ich erstmal ganz wichtige Arbeit erledigen. Schön, Caillou. Du kannst mir draußen beim Fensterputzen helfen, während Mami in der Küche mit dem Saubermachen anfängt. Oh ja. Sieh mal, Caillou, ein roter Kardinal. Hast du dieses Nest gesehen? Ja, genau. Und da liegt ein Ei drin, Papi. Ist das wahr? Tja, dann werden wir drauf aufpassen müssen. Ist gut, Papi. Was hältst du davon, wenn du dieses Fenster putzt? Das hat genau die richtige Höhe für dich. Ja, ich putze es blitzblank. Als erstes musst du dafür sorgen, dass dein Schwamm ordentlich nass ist. Sehr gut. Jetzt musst du die Scheiben mit dem Schwamm abwaschen und dann den Schwamm wieder im Eimer ausdrücken. Caillou wollte seine Arbeit gründlich machen. Deshalb nahm er sich Zeit und putzte die Fensterscheiben genauso, wie es ihm sein Vater erklärt hatte. Papi, ist das richtig so? Gut, Caillou. Und dann musst du die Scheiben mit einem Küchentuch trocken reiben. Und fertig. Glaubst du, du hast das alles behalten? Klar, Papi. Soll ich dir beim nächsten Fenster helfen? Nein, ich kann das allein. Ich bin beim Fensterputzen, Gilbert. Hey, wo ist mein Schwamm geblieben? Da ist er ja. Caillou versuchte sich beim Fensterputzen daran zu erinnern, was sein Vater ihm alles gezeigt hatte. Gilbert! Du bist ja patschnass! Caillou fand, dass Gilbert ziemlich albern aussah. Er wollte ihn abtrocknen, aber Gilbert war von dieser Idee gar nicht begeistert. Gilbert! Gilbert, du machst nur Unordnung! Caillou hatte gar keine Zeit, sich mit dem roten Kardinal zu unterhalten. Er musste erst mal die Unordnung wegmachen, die Gilbert angerichtet hatte. Hallo, Papi! Guck mal her! Ich räche Laub zusammen! Ich hab gedacht, du willst Fenster putzen, Caillou. Hab ich ja. Aber jetzt bin ich beim Rächen. Puh. Ich glaube, du hast dir ein Glas Saft verdient. Okay. Mami. Seinem Papi hatte Caillou schon geholfen. Jetzt war Mami an der Reihe. Den Boden auf. Hallo, Papi. Caillou möchte gern wieder hier draußen mithelfen. Wie schön. Weißt du, was mit dieser Küchenrolle passiert ist? Gilbert ist nass geworden, weil er den Eimer umgeworfen hat. Und dann ist er weggelaufen. Deshalb habe ich die Blätter gerecht und in der Küche aufgewischt. Ich möchte eine ganz große Hilfe sein. Caillou, das ist sehr lieb von dir, dass du helfen willst, aber man muss erst das beenden, womit man anfing. Ich glaube, Caillou braucht vielleicht seine ganz eigene Hausarbeit. Caillou gefiel die Idee. Allerdings gab es da etwas, das ihn zum Grübeln brachte. Was ist Hausarbeit? Caillous Mami und Papi erklärten ihm, dass Hausarbeit eine ganz bestimmte Arbeit ist, die jemand im Haus zu verrichten hat. Und so wird ein Bett gemacht, Caillou. Und wenn du dein Bett machst, ist das deine Hausarbeit. Kann ich das jetzt gleich versuchen? Aber sicher, Caillou. Warte, ich helfe dir. Nein, Mami. Ich will das allein machen. Sein Bett zu machen war jetzt Caillous eigene Hausarbeit. Und er wollte alles ganz allein machen. Na gut, Caillou. Dann mach deine Hausarbeit allein.
Rosie nicht. Oh, entschuldige, Caillou. Rosie und ich spielen gerade Verstecken. Hast du Lust mitzumachen? Nein, danke, Obi. Ich mach gerade meine Hausarbeit, weißt du? Oh, verstehe. Gut, dann werde ich dafür sorgen, dass dich Rosie nicht mehr stört, Caillou. Hausarbeit ist sehr wichtig. Gilbert! Jetzt muss ich meine Hausarbeit nochmal machen. Caillou war stolz, dass er seine eigene Hausarbeit so prima erledigt hatte. Bravo, Caillou. Du hast deine Hausarbeit fertig gemacht und du hast das hervorragend hingekriegt. Oh. Sieh mal einer an. Das Vögelchen ist aus dem Ei geschlüpft. Jetzt müssen die aber auch aufräumen. Seine Eltern helfen ihm schon beim Aufräumen. Aber eines Tages wird es alt genug sein, um seine eigene Hausarbeit zu machen. Genau so wie...